Liebe Freunde, hier ist euer Steinball. Ja, was für eine Nacht liegt hinter uns. Nur 3 Stunden Schlaf oder so dazwischen. Ich glaube, Heinrich muss wirklich erstmal überlegen, ob er das geträumt hat oder ob das Wahrheit war. Erst wurden wir beinahe von einem Stein erschlagen, dann oben die Rauferei auf dem Geländer, dann diese Geschichte mit diesem armen Steinmetz, der da ermordet wurde von dem Baumeisterlehrling. Das konnten wir nicht verhindern. Dann unser eigener Raubzug, der ebenfalls zum Tod eines, ja, man muss es einfach mal sagen, eines Unbeteiligten führte. Oh Mann, das war wirklich eine Nacht, die man nicht so oft erleben möchte. So, was man auch nicht so oft erleben möchte, die letzten 3 Folgen, da hatte ich leider erst zu spät bemerkt, dass meine Einstellungen bei der Aufnahme irgendwie total falsch waren. Dadurch war das alles ziemlich ruckelig, unschön, verschwommen. Ich bitte das zu entschuldigen, ab jetzt sollte es wieder alles gut und normal sein. So, wir sind hier immer noch in anderer Kleidung, in dunkler Kleidung. Da wir aber jetzt vor allem mit dem Kumanen zu seinem Versteck gehen wollen, würde ich sagen, wir rüsten uns mal rustikaler aus, denn ich rechne eigentlich, man muss in dieser Situation einfach mit einer Falle rechnen. Entsprechend statten wir uns auch aus. Aber bevor wir dort hinreiten, gibt es ja eigentlich mal irgendwas zum Waschen? Oder seid ihr hier irgendwie... Willkommen, Heinrich. Das Schmuddelwirtshaus. Gott schütze dich, Heinrich. Ja, euch auch, aber ihr habt trotzdem keinen Zuber hier. Ihr habt nur den Brunnen. Kann man sich auch im Brunnen waschen? Nee, kann man nicht. Der da hinten ist leer, wie es aussieht. Nun gut. Also bevor wir zu den Kumanen reiten, dann eben ungewaschen. Aber vielleicht 55 Uhr. Ja, wir sollten uns noch ein Süppchen gönnen. Will ich nochmal ins Kloster und dem Baumeister erzählen, was da eigentlich passiert ist. Vielleicht kann der noch irgendwas sagen. Kann der noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? So richtig klar ist die ganze Motivation ja am Ende noch nicht, ne? Also wir wissen, dass der irgendwas da am Schilde führte, dass der dahinter steckte, dass der diesen Anschlag verübt hat. Aber warum? Das kriegen wir vielleicht dann raus, wenn wir diesen Stein identifiziert haben. Dann wird die Geschichte vielleicht irgendwie logisch oder nachvollziehbar zumindest. So. Treffen wir denn den Baumeister hier noch an? Ist der hier? Ja, da ist er, sehr schön. Gut. Da ist er wieder bei seinen Plänen. So, Karl. Glück und Gesundheit. Dein Lehrling steckt hinter all dem, Baumeister. Was? Leszek sagte mir, der Schädel war Smolas Idee. Und dass er auch schuld am minderwertigen Gestein ist. Und noch Schlimmeres. Grundgütiger! Warum tut der Bursche so etwas? Ich habe immer für ihn gesorgt und... Jesus! Tja, mehr hast du dazu nicht zu sagen? Na toll. Gut, mit einem anderen brauchen wir das, glaube ich, jetzt hier nicht besprechen. Dann haben wir die Sache, glaube ich, hier erledigt. Hier ist im Moment nichts mehr zu tun. Dann schaue ich mal ganz kurz, ist die Quest markiert... Ja, sprich mit dem Müller, genau. Da müssen wir jetzt hin, da müssen wir... Ja, heute Abend müssen wir da noch hin, um das verzierte Diadem abzuholen. Das ist noch nicht so weit. Gut, ich würde mal sagen, wir reiten dann... Ich glaube, wir kommen hier nirgendwo rüber, ne? Wir müssen über die Hauptbrücke reiten. Das machen wir dann. Auf zum Müller, auf zum Kumanen. Auf zum Kumanenschatz. Ja! Na, nicht so schnell hier. Zügle dich, Heinrich. Oder besser gesagt, Jenda. Ja! So, wir könnten natürlich vorne da im Badehaus baden, aber vor dieser dreckigen Angelegenheit lohnt sich das auch nicht richtig. Wer weiß, wo wir da jetzt, in welchem Wald wir rumkrauchen. Das muss nicht sein. So, hier führt uns, glaube ich, der Weg lang. Wenn ich mich recht erinnere, müssen wir hier rechts hoch und dann eine große Kurve durch den Wald machen. Ein Wanderer, den wollen wir nicht umreiten.
Oh, was ist hier? Warte mal, diese Sache, die werden wir uns mal anschauen. Es wurde ein bisschen kritisiert, dass ich immer einfach vorbeireite. Willst du ein paar Münzen verdienen? So, das hier du hast doch bestimmt nichts gegen etwas Reibach machen, oder? Was machst du da? Musst du mal kacken? Warte, lass uns doch kurz reden. Ja, ja. Bäcker. Wir haben ihn! Oh Gott, es ist ja erbärmlich. Ihr wollt mich bekämpfen? Uiuiui. Ui, ui. Das sind gleich drei auf einmal. Schlecht. Aber mit einer Axt ausgerüstet. Irgendwie bin ich nicht mehr so trainiert, habe ich das Gefühl. Lange nicht mehr gekämpft, fällt mir gerade auf. Aber die sind ja völlig ungerüstet. Wir haben, glaube ich, noch keinen Schaden bekommen. Der Baum ist im Weg. So, immerhin haben wir Agilität bekommen. Der ist erledigt. Also, ich meinte, ihr wollt es hier mit einem schwer gerüsteten Mann aufnehmen. Das ist ja wohl lächerlich, oder? Wo ist eigentlich unser Schild? Wir haben gar kein Schild ausgerüstet. Das ist das Problem. Ich fasse es nicht. Wie kann mir sowas passieren? Na gut, gegen die kommen wir auch so klar. Das war's. Oh Mann. Ohne Schild. Ich wunderte mich, warum meine Paraden nicht funktionieren. Bogen auch nicht ausgerüstet. Was ist das hier? So, Banditen. Die Groschen nehmen wir mit. Der Trockenobst vielleicht auch. Der Rest ist nicht von Wert. Die Pilze sind okay. Alles andere interessiert uns nicht. Wir sind immer noch im Kampfmodus, sagt er mir. Ist hier noch irgendein Handlanger lebend? Nee, jetzt ist er vorbei. Ja gut, also das war wirklich ein erbärmlich ausgeführter Überfall. Zumal man den so wirklich blöde in den Büschen hat hocken sehen. Naja, gut. Unverletzt haben wir das überlebt, auch wenn der Kampf jetzt nicht großartig war. Einfach deshalb, weil ich immer Blocken gemacht habe und ich hatte aber kein Schild dabei. Ich meinte aber gut, dass das passiert ist, falls wir wirklich da in einen Hinterhalt kommen beim Kumanen und ich wäre da ebenso ohne Schild unterwegs gewesen. Oh Mann, das hätte dann möglicherweise anders ablaufen können. So, da ist der Müller. Ich glaube, wir müssen zuerst mit dem sprechen. Gott sei mit dir. Gott sei mit dir, Heinrich. Wir haben den Kumanen verhört. Ach ja? Wie ist es gelaufen? Du hattest recht. Er hat irgendwo Silber versteckt. Ha, siehst du? Wir Müller haben einen Riecher für sowas. Das Problem ist nur, dass er mir den Weg nicht beschreiben kann. Er will mich hinführen. Und worauf wartest du? Geh mit ihm mit. Hol das Geld und bring es her. Was habe ich davon? Du kriegst die Hälfte. Ist das in Ordnung? Klingt vernünftig. Und was machen wir dann mit dem Kuman? Wenn du das Silber hast, kannst du weiß Gott was mit dem Heidenbalg anstellen. Na schön. Ich gehe dann mal. Genau. Gut. Und denk nicht mal im Traum daran, ein krummes Ding zu drehen. Wenn du mich bescheißt, wirst du diesen Tag verfluchen. Keine Sorge, Müller. Alles klar. Das machen wir. Dann lasst uns mal hinten nach unten gehen, ne? Bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Also, ich bin aber auf das Übelste eingestellt. So, ich hoffe, der ist noch hier. Auch wenn ihr die Tür aufgelassen habt. Ziemlich fahrlässig. Aber jetzt kann's losgehen. Mit der Kartok mag magin. Ihr nehmt euch die Gott am Magdoglani. Der Erzekatlas sein Schack. Ja, komm, jetzt erzähl nicht. Komm schon, hoch mit dir. Sei ein guter Junge und führ mich zu deinem Versteck mit der Beute. Ich hoffe für dich, dass noch etwas für mich da ist. Egal. Okay. Ah, so geht das. Oha. Das ist aber jetzt ein ganz schön weiter Weg, den wir da vollziehen. Merkwürdigerweise vergeht keine Zeit, wie es aussieht.
Nun ja. Mensch, führt er uns in dieses Kommandolager, von dem wir schon wissen? Wir hatten doch hier irgendwie, in der Nähe muss hier eins sein. Da hatten wir doch so einen Auftrag sogar bekommen. Ich weiß nicht, ob das ist. Vermutlich nicht, ne? So, hier mitten im Wald. Ich bin gespannt. Marienschwester. Ich würde mal sagen, wir ziehen schon mal das Schwert. Wie gesagt. So, wenn hier irgendeine falsche Bewegung und ich stech dich ab. Na. Oh, okay. Eieiei. Gut, das war zu erwarten. Das war zu erwarten. So, dann kommt mal her, Freunde. Steht ihr da noch blöd rum? Das war so ein bisschen mit Ansage, ehrlich gesagt, ne? Jawohl. Jawohl. Jetzt kommt leider noch ein anderer. Nein, nicht der. Ah, verdammt. Ja, schön ins Gesicht. Komm, den haben wir doch gleich. Der ist erledigt. Kurz Abstand gewinnen. Da ist leider noch ein Bogenschütze. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Jawohl. Na, schlag zu, mein Freund. Oder so. Ah, wir müssen mal wieder vernünftig blocken hier. Wir können doch den perfekten Block jetzt. Ja, oder so. Geht's auch. Ohne Block. Ausdauer sieht ja sehr gut aus. Jetzt haben wir ihn. So, jetzt ist noch der Bogenschütze dran. So, mein Freund. Du erwischt uns nicht. Was erzählst du? Bettelst du um Gnade? Die wird nicht gewährt. Okay, nee, aufheben wollte ich nicht. Ich wollte den Gnadenstoß machen. Gut, die drei haben wir erstmal. Aber jetzt ist noch der andere, glaube ich, ne, den wir noch suchen müssen. Ich würde mal sagen, wir merken uns mal hier den Ort, wo wir sie alle erledigt haben. Und gehen erstmal gucken. Ich weiß gar nicht, wo der dritte liegt. Wo war denn jetzt hier eigentlich ihr Lager? Ah ja, hier. So. Ah, schaut mal, er muss sich hier noch irgendwo verstecken. Schnapp dir den Kuman, das machen wir auch. Aber... wartet mal. Bevor wir... Wer weiß, was mit dem noch passiert. Wisst ihr was? Wir gucken jetzt erstmal, was die so bei sich haben. Verband nehmen wir nicht mit. Das ist auch nicht so relevant. Ist hier noch was? Ich glaube, ich plündere die vorher. Da oben die Toten, das war jetzt Unsinn. Bevor wir uns auf die Suche machen. Ich hoffe nicht, dass der abhaut. So viel Zeit muss sein. Komm. So, jetzt muss ich sie bloß wiederfinden. Da hinten war der Bogenschütze. Getrocknete Pilze nehmen wir noch mit. Oh, der hat ja einiges Wertvolles. Aber ich nehme jetzt wirklich nur... Ja, zum Beispiel der Helm ist mir zu schwer für zu wenig Geld. Wir nehmen jetzt wirklich nur, was vom Gewichtsgeldverhältnis günstig ist. Die Kettenhaube. Na komm, die Lamellenrüstung nehmen wir auch mit. Das ist mir viel zu schwer. Die Armschienen kommen mit. Die Lederhandschuhe. Das ist in Ordnung. So, was ist mit den anderen jetzt? Wo waren die nochmal? War das nicht hier oben irgendwo?
Wo sind die anderen beiden Leute? Da ist noch einer. Das war... der Bogenschütze war das. Hier ist... alles klar. Sehr gut. Groschen, Dietrich nehmen wir noch mit. Der leichte Helm. Nee, der ist mir auch nicht zu wertlos. Lassen wir liegen. Wir sind jetzt sehr... 18 Langstreckenpfeile. Wir haben so viel Pfeile, nehmen wir jetzt auch nicht mehr mit. Das Jagdschwert. Okay. Die Armschienen, die sind von Wert. Komisch, dass immer die Armschienen besonders von Wert sind. So, wir sind überladen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was rüberbringen. Das Jagdschwert ab in die Satteltasche. So, und von der Rüstung jetzt einiges. Die Kettenhaube, die leichte, die Lederhandschuhe, die kumanischen Armschienen. Ja, die Beute ist jetzt nicht überragend, aber es ist in Ordnung. So, aber jetzt nochmal suchen nach dem Typen, der uns hier in die Falle gelockt hat. Der wird das sicher büßen. Da bin ich mir sicher. So, wo ist er? Okay, in diesem Gebiet muss er sein. Ach, schaut mal. Da hat er sich versteckt. Ob wir ihn überwältigen können? Okay, wir können reden. Ach, plötzlich kann er Tschechisch. Nochmal falle ich nicht darauf rein, du ungarischer Hund. Nein, ich Geld, Wahrheit. Exekutieren ihn nach Ratter, bringen dich von ihm zum Schatz führen lassen. Ach komm, ich glaube, Heinrich ist ganz schön scharf auf diesen Schatz. Er hat ja jetzt souverän, ist er mit diesen drei Kumanen zurechtgekommen. Und ich halte es für unwahrscheinlich, dass er jetzt noch ein zweites Lager kennt. Er wird vermutlich zu dieser Gruppe gehören. Wir versuchen uns mal. Wir sind nach wie vor skeptisch. Eine Chance gebe ich dir noch. Du hast besser keine weiteren Freunde in der Gegend. Thanks. Gossenham. Das heißt aber noch nicht, dass du überlebst. So. Jetzt geht es wieder sonst wohin. Zurück. Ganz schön weite Tour, die wir hier machen mit dem Kuman. Okay, nach Ledetschko. In Richtung Ratai. Aber nein. Oh, dort. Da war doch das andere Banditenlager in der Nähe. Da kennen wir uns aus. Ich bin gespannt. Warte mal, hier oben war ein anderer Weg. Na, mal sehen. Aber hier habe ich, die Gegend habe ich ja ziemlich gut erkundet. Ich kann mich hier nicht an ein Lager erinnern, aber ist natürlich alles möglich, dass hier ein neues entstanden ist. Világos, miért is ásta volna el a közelben az az idióta Tihamér? Was sagst du mir? Ich weiß es nicht. Ich führe mich einfach zu dem Schatz. Dann können wir weiterreden. Und mach mal ein bisschen schneller, sag mal. Erstmal nichts zu sehen. Da unten ist auch eine ziemlich freie Fläche. Kann man nicht vorstellen, dass da noch ein Lager ist. Was er da immer quatscht, ey. Hör ich hier noch Schritte? Nee, das sind seine Schritte, ne? So, wo soll das jetzt sein hier? Sag mal, geht er jetzt wieder hoch? Geht er zu diesem anderen Lager? Ich war nicht.
Hier? Wo hier? Hol dir die Beute. Ach, schaut mal, hier in dem Baumstumpf hat er das versteckt. Okay, ein Trank und 200 Groschen. Das ist schon ordentlich. Da sagen wir nicht nein. Bring dem Müller die Hälfte des Kopfgelds. Naja, gut. Was machen wir jetzt mit dir? Egal. Ihn nach Hatter bringen, ihn laufen lassen, ihn hinrichten. Ich glaube, Heinrich möchte noch ein bisschen mehr daraus schlagen, denn einen Kumanen zu fangen, den man ja auch noch verhören könnte, wegen anderer Dinge natürlich, ne? Also, ich meine, der gehört zu dieser Armee, die müsst ihr vielleicht noch mehr wissen. Das werden seine Herren ihm vielleicht auch noch danken. Deswegen denke ich, wir bringen ihn nach Hatay. Ich habe, was ich wollte. Jetzt geht es ab nach Hatay, Freundchen. Also nochmal auf Tour. Oh Mann, und damit sind wir ja ganz weit weg von den Plänen und Orten, die ich mir so zurechtgelegt habe. Jetzt sind wir in Hatay und da müssen wir uns nochmal ganz neu sortieren, was wir jetzt eigentlich hier als nächstes machen. Natürlich, wenn wir hier schon sind, werden wir natürlich berichten über den Münzfälscher, das ist klar. Aber ich hatte so viel vor noch da auf dem Weg von Sasau nach Hatay über Thalenberg und so weiter. Nun gut, wir kommen damit zurecht. Okay. Der sitzt jetzt hier irgendwie ein. Schade, ich sehe ihn nicht. Doch, ist er das? Das ist er tatsächlich. Oh, schaut mal, nimm das Kopfgeld für den Kumanen vom Vogt entgegen. Es gibt noch ein Kopfgeld. Ja, ist hervorragend. Das machen wir sofort. Auf zum Vogt. Gucken, ob er in seiner gewohnten Stube ist. Grüß dich, Heinrich. Ja, grüß dich. Was ist denn? Ich will zum Vogt, aber der ist mal wieder nicht hier. Es ist vermutlich Mittagszeit und ich ahne, wo er ist. Da geht er immer hier lang. Hier ist der Schreiber. Da ist der Vogt. Du willst essen, ne? Aber ich habe noch eine wichtige Sache mit dir zu besprechen. Vogt, bleib mal hier. Mensch. Oh Mensch, jetzt mach mir doch nicht die Tür vor der Nase zu. Ich kann es nicht glauben. Wo geht er eigentlich immer hin? In die Kneipe? Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ich bin wegen des Kumanen hier. Ah, du warst das also. Ich denke mal, du bist wegen deiner Belohnung gekommen. Genau. In seiner Haut möchte ich nicht stecken, das sage ich dir. Ist der erste Kumane, den je einer lebend gepackt hat. Gnade haben diese Teufel nicht zu erwarten. Wie auch immer. Hier, deine Belohnung. Danke. Okay. 100 Groschen nochmal. Ja, ich würde sagen, das ist anständig. Das müssen wir auch dem Müller nicht erzählen. Beziehungsweise, wir können dem Müller ja eigentlich so eine Geschichte erzählen. Das war ein Hinterhalt und was weiß ich. Er ist entkommen und dann können wir das Geld behalten. Was haltet ihr von dem Plan? So, bevor wir jetzt aber hier weitermachen, würde ich sagen, statten wir mal unserem alten Heim einen Besuch ab. Nämlich Theresa und unten den Müller. Da können wir dann auch ein bisschen was verkaufen. Und vielleicht ist ja Theresa inzwischen ein bisschen gesprächiger geworden. Also wenn das dabei bleibt, dass sie da immer nur rumsitzt und nichts sagt, dann ist das eine ganz schön depressive Nummer, was die hier gemacht haben, nachdem wir mit ihr da ins Heu gestiegen sind. Ob die Entwickler uns da mit etwas sagen wollen, mit diesem Verlauf der Geschichte? Theresa, mein Schatz. Nee, es gibt tatsächlich nichts Neues hier. Oh mein Gott. So, dann lasst uns nochmal hier mit dem Müller sprechen, ein bisschen verkaufen. Dazu muss ich aber die Sachen hier nochmal aus dem Pferdeinventar angeln. Hier haben wir zum Beispiel ein Buch, das können wir noch mitverkaufen. Davon haben wir zwei. So, die Tränke lassen wir mal hier.
Jetzt geht's los. Das haben wir gestohlen. Priorität hat vermutlich erstmal das, was wir gestohlen haben, würde ich sagen. Denn das können wir nur beim Müller verkaufen. So, jetzt bloß nicht zu viel reinnehmen. Das ist das, was wir behalten wollen. Die Kettenhaube noch. Die Google, die kann ich aber mal ins Inventar nehmen. Die können wir nämlich durchaus gebrauchen. Das Knappenschwert. Das Jagdschwert. Das ist das, was wir verkaufen wollen. Okay. So, bisschen überladen. Müller, ich habe was für dich. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Genau. So. Dann lasst mal schauen. Fangen wir mal hier an. Erstmal wirklich alles, was geklaut ist. Nur, wenn wir dann noch... Wenn er dann noch mehr Geld hat, dann sehen wir weiter. Also hier die edlen Grünbeinlinge. Die Jagdhandschuhe, das verzierte Hemd. Mehr ist das nicht. Gut, dann können wir mit dem Rest noch weitermachen. Hier den Silberkelch. Den Silberring brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Der gehörte, glaube ich, zu der Geschichte mit dem Testament. Das eine Buch drehen wir ihm nochmal an, dann sind wir das auch los. Okay. Ach so, wir haben noch den Glaskelch. Da hatte ich echt erwartet, dass wir mehr dafür bekommen. Na gut. So, dann können wir den Rest jetzt auch nochmal suchen. 785. Dann bieten wir ihm noch das Jagdschwert an. Der Rest gehört uns, ne? Und dann ein bisschen was von der Rüstung. Die olle Kettenhaube. Na, die ist zu wertvoll. Dann überschreiten wir schon das Limit. Nehmen wir mal das hier, dann sind wir genau bei 1000. Das ist doch okay. Das schenken wir ihm dann. Ja, ich akzeptiere das. Lässt sich was am Preis machen? Nun. Doof, wenn man das akzeptiert, dass man dann trotzdem noch falschen muss. Egal. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Danke. Tausend Dank. So sieht's aus, liebe Leute. Und ich würde sagen, zum Abschluss der Folge werden wir uns nochmal nach all diesen Strapazen ein bisschen waschen. Und wir können aber nochmal gucken, ob wir was reparieren können. Ich würde sagen, wir waschen erstmal und lassen unsere Kleider reinigen. Dann reparieren wir und dann werde ich vermutlich off-cam noch einen kleinen Einkaufsbummel machen, das ganze Zeug noch verkaufen und schauen, wir haben ja jetzt doch einiges an Geld wieder. Wie viel haben wir im Moment? 4.300. Da können wir noch einen schönen Einkauf machen. Ich möchte... Was hättest du denn? Ein Bad. Und ich will mich erholen und meine Kleider reinigen lassen. Genau. Du wirst es nicht bereuen. Sehr schön. Sehr erfrischt. Gucken wir kurz nochmal, ob wir reparieren können. Oh ja. Das passt mir gut. Der Rest, den wollen wir eh verkaufen. Schmiedeset, das Knappenschwert. Schneiderset, den Gambeson. Der ist ja ziemlich angeschlagen gewesen. Sehr gut. Und Schusterset. Reitstiefel, modische Schlappen und dann haben wir schon kein Schuster-Set mehr. Ich hoffe, ich habe im Pferd noch was. Schneider- und Schuster-Set brauchen wir. Schneider-Set haben wir noch. Aber Schuster-Set fehlt. Das heißt, das sollten wir dann auch nochmal kaufen. So, der ist jetzt komplett repariert. Dadurch müssten wir auch wieder so einen Perk bekommen irgendwie. Schneiderlein, genau. Sehr schön. Gut, liebe Leute. Also, so ist der Plan. Ich gehe jetzt selbstständig mal hoch zu den Händlern. Mache die ganzen Verkäufe, ein paar Einkäufe. Ja, und dann vermute ich, werden wir mit den Herrschaften hier sprechen. Wegen der Münzfälscherei. Das wäre, glaube ich, der nächste Schritt dann. Der nächste logische. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.